Fall, aber es hat am Ende nicht ganz gereicht. Ja, es war ein Spiel, das ist mit der letzten Possession entschieden worden. Wir hatten es auf der Flosse, das Spiel zu gewinnen am Ende. Haben, denke ich, auch die Offense gut ausgespielt, hatten einen guten Wurf von genau dem richtigen Spieler, der halt dann leider nicht reingeht. Es gab ein paar Schlüsselmomente im Spiel. Ich bin sicher nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit, wo wir eigentlich die Emotionen, die Intensität von letzter Woche mitnehmen wollten und teilweise aus meiner Sicht zu soft gespielt haben. Auf der anderen Seite hatten wir in der zweiten Halbzeit auch Sequenzen, die wir hier lange nicht mehr gesehen haben, wo der Ball sehr gut gelaufen ist, wo wir sehr gute Abschlüsse hatten und auch gut zusammengespielt haben. Und Itzo war besser in der ersten Halbzeit, wir waren besser in der zweiten Halbzeit. Am Ende machen sehr kleine Sachen den Unterschied. Ein, zwei der Dinge behalte ich mal für mich, aber natürlich ist gerade die Enttäuschung bei der Mannschaft sehr groß. Aber gut, weiter geht's. Ich denke, wir haben hier auch gegen eine sehr gute Mannschaft eigentlich, wie gesagt, die Siegchance gehabt. Aber wir müssen natürlich uns wieder die Qualität erarbeiten, solche Spiele dann entweder vorher oder eben auch am Ende zu nach Hause zu bringen. Das haben wir heute wiederholt nicht gemacht. Das ist von daher im Moment sehr enttäuschend natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid weiter auf Playoff-Kurs. Ihr habt heute vor über 2800 Zuschauern wieder gespielt. Jetzt ist Weihnachtspause. Hat man schon ein bisschen Zeit, auch mal zurückzublicken und zu sagen, es war wieder ein geiles Jahr hier am Berg Fidel. Ja, also das Jahr an sich war natürlich sensationell, wenn man sieht, was man bewegt hat. Das erste Halbjahr vor allem war natürlich eins, was schwer zu wiederholen ist und ganz besonders war. Das letzte Halbjahr ist jetzt natürlich ein bisschen getrübt durch unsere Situation, die wir allgemein hatten die ganze Zeit, durch Wechsel, die kommen, Wechsel, die anstehen. Natürlich hätten wir gerne unsere Heimstärke der letzten Saison fortgesetzt, das haben wir bis jetzt nicht geschafft. Das ist sicherlich ein Hauptzielpunkt für 2020. Aber insgesamt ist es Wahnsinn, was in Münster passiert, was wir von Unterstützung erfahren. Und natürlich müssen wir das auch besser bestätigen und wollen natürlich auch mehr Siege einfahren, gerade zu Hause. Und das Team zeigt immer wieder unglaublich viel Charakter, hat immer nicht viele, auch schon tolle Momente in dieser Saison gehabt, leider eben selten zu Hause. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich alles getrübt, aber insgesamt war es ein ganz tolles Jahr. Aber ich sag's den Spielern auch, the best is yet to come. Also ich meine, die Saison ist weit von beendet. Wir sind playoff-mäßig in einer guten Position. Und wir werden dann zusehen, dass wir wirklich stark aus der Winterpause kommen. Auch wenn die Liga sehr schwer ist und wir werden dafür alles tun, natürlich. Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch in den letzten Wochen was aufgebaut. Jetzt habt ihr ein bisschen Pause, ein bisschen Winterpause, Vorbereitungen auf Oldenburg. In welche Richtung muss es jetzt gehen? Also erstmal muss es in Richtung gehen, dass Köpfe frei sind, dass wir alle mal eine Woche Pause machen und nicht an Basketball denken. Am 30. geht es schon wieder los. Am 4. spielen wir. Dazu müssen Leute wie Helge Bauers, der heute mit Benderis gespielt hat, am Dienstag sich schwer verletzt hat, gesund werden. Jan, angeschlagen gespielt, muss gesund werden. Einige andere kommen hoffentlich wieder. Einige andere Sachen müssen sich klären und dann denke ich, dass wir, wie gesagt, einfach jetzt mal die Köpfe frei brauchen, neue Energie schöpfen müssen. Ja, und dann natürlich versuchen, einen positiven Start ins Jahr 2020 hinzulegen. Ne? Ich danke euch auch.